Genau. Es geht heute um die sogenannte rechte Handregel oder um die UVW-Regel. UVW, Ursache, Vermittlung, Wirkung. Jetzt zeige ich mal, ja, ich sehe meine Hand. Man könnte sich hier auf den Daumen Folgendes schreiben. Wir gehen in folgender Reihenfolge. Ursache, Vermittlung, Wirkung. Was bedeutet das im elektrischen Sinne? Wir schauen uns mal diesen Versuch hier an. Ich habe hier nichts weiter als an einem Stromversorgungsgerät eine Leiterschleife angeschlossen, die mit Strom durchflossen wird. Und wenn ich jetzt hier den Strom anschalte, dann wird Folgendes passieren. Hey, die Leiterschleife wird nach innen gezogen. Wie wendet man jetzt diese rechte Handregel darauf an? Ganz einfach. Man sagt, ich habe hier Nord draufstehen und beim Weißen Süd. Man sagt, von Nord nach Süd ist das Hilfsmittel, die Vermittlung, das Hilfsmittel. Und das heißt, die Magnetfeldlinien laufen von Nord nach Süd. Wenn ich jetzt von Nord nach Süd diese Magnetfeldlinie mit meinem Zeigefinger andeute, hier habe ich die Ursache. Die Ursache ist aber ein Stromfluss. Und ich sehe, dass die Wirkung, nämlich das nach innen bewegen der Leiterschleife, wirklich mit der Realität übereinstimmt, dann kann ich sagen, in der Richtung hier ist der Strom geflossen. Jetzt drehen wir den ganzen Kram mal um. Das heißt, ich drehe mal den Magneten um und wir gucken, ob das immer noch stimmt. Jetzt müsste ja das Gegenteilige passieren, denn diese Leiterschleife erzeugt ein kleines Magnetfeld. Achtung, jawohl, das stimmt. Die Wirkung ist also, hier wieder der Mittelfinger. Der Mittelfinger zeigt in Richtung Wirkung. Und jetzt muss ich sagen, wenn das die Wirkung ist, aber jetzt stimmen meine Magnetfeldlinien nicht, denn die sind ja jetzt plötzlich umgedreht. Das heißt also, ich drehe die Hand nach oben, jetzt stimmt wieder Nord und Süd überein und jetzt ist auch der Mittelfinger mit der Wirkung richtig. Bis dahin erstmal kurze Pause und dann werden wir das ganze Prinzip nochmal umdrehen.